Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo. Das Video bezieht sich auf unser Mathematikbuch auf der Seite 56. Du hast das Mathematikbuch sicher mit nach Hause genommen und kannst jetzt heute als erste Aufgabe auf der Seite 56 arbeiten. Hier geht es um das Thema Rauminhalt. Rauminhalt bezeichnet etwas, was in einen Raum reinpasst. Das ist die Frage, wie viel passt in einen Raum? Zum Beispiel im Auto in einen Kofferraum oder in eine Tasche, in einen Korb, in einen Rucksack, in einen Koffer. Überall gibt es Räume und es ist die Frage, wie viel passt da hinein? Wir werden es in den nächsten beiden Tagen so handhaben, dass wir den Rauminhalt in Würfeln berechnen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir zählen wollen, wie viele Würfel passen in eine bestimmte Form. Ihr seht es hier bei der Nummer 1. Da seht ihr unten in der Reihe 1, 2, 3, 4, 5 Würfel. Wir haben zwei von diesen Reihen hintereinander. Also haben wir auf der untersten Ebene 10 Würfel und davon haben wir 3 Stapel. Das heißt, wir haben hier 30 Würfel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde diese Würfel einpacken in einen Pappkarton oder Papierkarton, dann könnte ich sagen, die Größe dieses Kartons beträgt 30 Würfel. Später, wenn ihr auf eine weiterführende Schule geht, dann wird man diesen Rauminhalt in Kubikzentimeter oder Kubikmeter berechnen und angeben. Für uns jetzt ist es erst einmal wichtig, dass ihr wisst, wir bestimmen die Anzahl der Würfel. Es gibt auch eine mathematische Berechnungsformel dafür. Die heißt Grundseite mal die Tiefe mal die Höhe. Also, wenn man das ja die Grundseite als Länge bezeichnet, haben wir Länge mal Breite mal Höhe. 5 mal 2 mal 3. 5 mal 2 sind 10, mal 3 ist 30. Entweder geht ihr also gleich an die Aufgaben so ran, dass ihr die Würfel zählt. Oder ihr könnt gleich versuchen, auch diese Rechnung aufzustellen. Die Rechnung 5 mal 2 mal 3 gleich 30 wäre die passende Rechnung, um zu bestimmen, wie viele Würfel sind hier verbaut, beziehungsweise welchen Raum umfasst dieses Würfelgebäude. Ich hoffe, dass ihr da mit dieser Einführung jetzt zurechtkommt. Und dass ihr diese Seite 56, ihr seht, es geht hier unten noch ein bisschen weiter, dass ihr die berechnen könnt. Was ich euch gerade eben erzählt habe, dass man es in Kubikzentimeter oder Kubikmeter in der nächsten Schule berechnet, das seht ihr auch hier unten schon mal als Aufgabe 5. Ihr seht, da ist so ein blauer Kranz drumherum. Wenn das blau gefüllt ist, ist das schwer und weiterführend. Diese Aufgabe müsst ihr heute nicht machen. Die könnt ihr machen. Die Einheit, die hierbei rauskommt, heißt Kubikzentimeter. Aber das ist nur für die, die sich da noch etwas tiefer mit beschäftigen wollen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Berechnen des Rauminhalts in Würfeln. Tschüss!